Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skull and Bones. Wie immer, der kurze Hinweis. Vielen Dank an Ubisoft, dass ich von denen den Key dafür bekommen habe. Das hier war irgendwas, was ich noch... Habe ich schon gemacht, ne? Ich wünsche gute sind Reise. Vielleicht einfach Ewigkeits-Quests. Kann das sein? Oh, hier gibt es weiße Haie. Ich will Haie jagen. Da ist... Ah, die da. Genau. So langsam sind wir warm, was? So, zurück. Wegen setzen. Genau. Cool, wir haben eine Schatzkarte. Immer diesen random Schrei davon. Nice. Achso. So, schade. Ist also immer dieselbe Ding. Ist vollkommen egal. Nur für Quests wichtig, was ich da jetzt genau gejagt habe. Na, okay, dann gehen wir nicht auf Haijagd. War jetzt auch nicht spannender als jeder andere Hai. Nice. Ja, wunderbar. Oh. Ich hab irgendwie Ohrenschmerzen. Naja. Ich weiß gar nicht, was wir so machen. Tagebuch. Genau, die geschliffenen Diamanten. La Kolonie soll ich plündern. Wo ist La Kolonie? Ah, wäre so gut, wenn ich mich auskennen würde. Da hinten. Okay, never mind. Das machen wir noch nicht. Baut vollkommen viel effizienter an. Oh, da bauen wir viel Zeug. Okay, wir wollen hier die Diamanten erstmal einsammeln. Vergiss nicht, die Reparatursets aufzufüllen. Schiff wechseln. Schau mal, nicht die Bedar, sondern den Kutter. Samt der Fracht ins Lagerhaus. Dann kann ich Fracht verwalten und will die rüber und die rüber. Genauso wie die kleinen Reparatursets. Sonst eh nix. Waffen, da war ich jetzt irgendwie. Warum vorne nicht mehr die stehen? Kalvarine 2. Aber vorne viel mehr Reichweite wäre natürlich auch gut. Weil dafür auch irgendwie weniger Schaden. Warte mal, ne, mehr Schaden, ne? Als meine Kalvarine 2, auch wenn da 30 steht. Nehmen wir doch vorne mal Vollkanonen. Finde ich eigentlich witzig. Ich weiß nicht, was das oben heißt. Okay. Aber da schon wieder Neues hier. Ach, egal. Ich mag jetzt gerade gar nicht schauen. Viel zu viel. Dafür, dass ich sowas ja immer gar nicht mag. Bereit, Waffen zum Angriff! Lass die Kosten nicht verlieren!
Tester ist mein Ziel also. Oh oh, ein Hinterhalt. Feuer! Feuer! Dieses Schwert wird heute verflucht! Wir stehen unter Beschuss! Positionen einnehmen! Ein Entschuss weiter! Sie fahren jetzt nirgends mehr hin! Feuer! Ah, kommt der hier? Entern wir sie, Captain! Sehr schön, die ersten haben wir. Ich sehe nichts. Ohne Segel kommt ihr uns nicht! Kapitän, legen wir das von Hand in den Sehr schön. Sehr schön, auch ein bisschen Bonusbeute. Da kommt er her. Oh, das ist sehr schön. War das jetzt hier meine Hauptquest oder was? Weiß man nicht so genau. Was ist hier? Das traue ich mich nicht. Ich habe Angst, dass das irgendwas ist, wo ich gar keine Chance habe. Oh. Segel ich denn wieder hin? Ich wollte gerade sagen, so ein Kompass wäre gut. Wir haben den Kompass. Oh Mann. Ich Dummkopf manchmal. Region Jive. Ich schätze mal, es spricht man so aus. Ich habe keine Ahnung. Hat er jetzt die... Nee, hat er nicht. Das ist, war jetzt ein großes Reparaturkit, ne? Genau. Ich würde halt gern sehen, wie ich. Wie kann ich das hier ändern? Ich meine, so ganz allgemein. So, wir schippern eh ziemlich genau drauf zu. Bis da ist es wahrscheinlich. Hier irgendwo. Hattet ihr die dabei? Nee. Da drüben! Ich will verflucht sein! Was ist das? Sorry. Das sollte sie ausbrechen. Oh, das hat aber auch nicht was gebracht. Was war denn das jetzt? Wir haben da daneben geschossen. Dieses Drecksschiff wird bald sinken! Diese Feiglinge wollen verstärken! Jetzt fahren wir euch in die Erde, die Berge! Ich wusste, dass wir das packen! Ja, ja, wir drehen ja schon um, damit wir entern können. Naja, egal.
Da, jetzt fahren wir gleich hier unten hin. Fangt den Wind ein. Jetzt aber erstmal da unten hin. Ah, das schaut doch wieder nach was aus, was eben kein Ort ist, wo wir reingehen können. Also zum Schnellreisen. Und wenn ich jetzt schon hier hinter gesehen bin, hätte ich natürlich gerne irgendeine Art. Schnellreisepunkt, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es war jetzt nicht so weit. Und das Segeln ist ja irgendwie auch Ziel des Spiels, ne? Französisches Kriegsschiff! Das ist ein Kutter! Kapitän, da, Räuber! Bring sie hinein! Segel setzen! Jetzt ist ein neuer Kurs! Segel hissen! Volle Segel! Ne, ich mische mich da nicht mehr ein, weil dann ist wieder so wie vorher und dann sind die so gemein und. Hey, da drüben! Luke, was kann das sein? Das hat genau alle Feuer! Schneller, Haus hier! Zähne zusammenbeißen! Wir müssen nur zugreifen! Sie sind am Ende! Zeig mir diesen Schweinen, was wir wert sind! Sehr schön, haben wir die ungeschliffenen Diamanten. Und die könnten wir jetzt abliefern. Und zwar ein Zinkt N. Hier gibt es neue Quests, aber wir wollen jetzt hier weitermachen. Was ist das hier? Mit wem kämpfe ich denn gerade? Segel einholen! Hier kann ich schon vom Bord gehen. Ah ja. Das Lager der Wilderer. Oh, du schaust aber gefährlich aus. Jumbo. Eine turmhohe Bedrohung. Die Kompanie versucht durch das Errichten bemannter Türme die Kontrolle über ungarische Territorien zu erlangen. Zerstöre die Wachtürme der Kompanie entlang der Küste von Afrika. Die Kompanie ist sich unserer Stärke nicht bewusst. Greift ihre Türme an und der Bund wird euch reich belohnen. Nun gut, machen wir. Bisher habe ich zwar noch nicht das Gefühl, dass das irgendeine Auswirkung hat, wenn ich irgendwie nett zu einer Reaktion bin. Hauptsache ich bin böse zur Kompanie, so nach dem Motto. Aber ich muss dieses Steuerrad ändern. Ich meine, ich finde dieses Türkis so ganz cool jetzt. Alles nur. Sagt die Royal Louis sei bei den Inseln des Mondes. Plündern wir ihre exotische Fracht. So, da sind 400 in die Richtung. Schauen wir mal. Das war dieses Level 4er Kriegsschiff, das wir, glaube ich, gerade von jemand anderem versenkt haben. Es war wahrscheinlich blöderweise bei dem seine Quest, nicht unsere. Deswegen wurde es aber für uns, glaube ich, angezeigt auch. Aber naja, egal. Immer so hin. Ich muss mir auch nur überlegen, was ich mit diesen 500 Goldmünzen mache, aber ich glaube, da warte ich einfach, bis wirklich was kommt. Ich sage, das will ich unbedingt haben. Versenke die Royal Louise. Da, die Royal Louise. Was zur Puckung ist das? Feuerwerk ab. Sollen wir das Feuer stören, Captain? Alle auf Gefechtsstation! Weiß ja auch noch nicht, was das bringt, diese Musketen abfeuern. Die war. Ein Bock oder was? Oder warum? Hau die ab. Feuer!
Tropfen! Volle Salve, Captain! Waffen bereit! Feuer eröffnet! Na, jetzt hat aber... Sehr schön. Jetzt sind wir da, wo wir sie haben wollen. Los, Feuer! Positionen einnehmen! Hey, also wenn ich in Deckung gehe, dann verbleibe ich unten Ausdauer. So, Karkadis Kopfgeld. Wo ist der Schatz, den Skurlock versprach? Tötet den Bastard und seine Mannschaft. Wenn ihr erfolgreich seid, werdet ihr reich belohnt. Reist nach Meer der Riffe und holt euch eure Belohnung. Dann am Außenposten die königliche Ruhestätte ab. Rote Inseln. Das Gebiet hier. Das hier unten, oder? Kann es sein? Ile Royale. Mein Gott, ich kann mir sowas echt nicht merken. Das ist 2 Sekunden her, dass der mir gesagt hat. Nach Meer der Riffe und holt euch eure Belohnung. Es geht so ein Fluss rein. Meer der Riffe. Was ist denn Meer der Riffe? Ah, hier drüben. Ah, hier unten. Okay. Hier geht der Fluss rein, das heißt, wir müssen hier hin. Ah ja, okay. Da segeln wir, glaube ich, sogar hin. Warum nicht? Heilung! Auf die Segel! Hey, Boys! Oh, don't just hear the old man say goodbye, fare ye well. Goodbye, fare ye well. Oh, don't just hear the old man say. Ah, es gefällt mir so gut, wenn die singen. Hier gibt es auch wieder überall Nebenquests. Naja, kommen wir schon noch hin. Also mir ist das Spiel fast ein bisschen zu bodend. Mir gefällt es schon gut mit den, auch das Türkis und farbig und alles, aber es ist so ein bisschen düsterer. Hätte mir vielleicht, glaube ich, sogar gut gefallen. Im Moment komme ich mir nicht vor wie ein Pirat, ich komme mir vor wie ein Freibeuter. Ich kann es an mir liegen, weil ich nicht alles angreife, was ich sehe. Was ich halt auch, ja, und mit dem Hintergedanken macht, dass ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass sich für mich persönlich das Kampfsystem ultra schnell abnutzt. Und nachdem das Spiel aus dem Kampfsystem besteht, wäre es halt schlecht, wenn sie es abnutzt, weil dann habe ich keinen Bock mehr darauf. Will ich nicht sagen, dass das Kampfsystem schlecht ist. Finde ich nämlich auch gelogen. Es gefällt mir nämlich schon. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Oh. Kann ich jetzt mal hier sowas essen? Ne, ich habe jetzt nichts mehr zum Essen, ne? Wir müssen das Gewicht. Was ist da noch für eine. Nein, kann ich nicht machen. Versteckt. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Die Segel stehen im Wind, Captain. Sagt er auch auf den roten Inseln. Ich habe, ich weiß nicht so richtig wo. Danke dafür. Hätten wir schon.
lustig, weil ihr seht, mein Schiff ist nicht mal viertelvoll. Die sagen, ich soll Fracht über Bord werfen. Die spinnen doch, die Römer. Oh. Oh, ich bin ganz schön kaputt. Den ganzen Tag war ich beim Skifahren, am Skikurs gehalten. Morgen auch gleich wieder. Ja, ich auch. Deswegen dachte ich mir, nutze ich heute die Chance, ein bisschen noch aufzunehmen, weil morgen muss ich früher raus und komme später heim. Wollen wir mal einmal dahin fahren. Was ist da? Ein parisches Kriegsschiff! Da ist ein Paduakang! Segel runter! Segel aus dem Wind! Segel retten! Okay. Fangen wir ein paar Fische! Die Idee ist voll davon! Lasst uns den Wind fangen! Mehr Segel! So, auf geht's und weiter singen bitte. Alles sicher. Aha, schaut mal, ich glaube, ich kann von hier, von viel weiter weg, Sachen einsammeln, oder? Naja, hier kann ich vom Bock gehen. Hier ist bestimmt auch der Schatz schon. War noch gut geraten. So, einmal vom Bord bitte. Wo war der Schatz? Also Steinchen, aber wie gesagt, das haben wir jetzt auch schon gelernt, dass das irgendwie so gar nicht also mit der Karte übereinstimmt. Das heißt, ich muss einfach suchen. Aber hier schaut's gut aus. Nehmen wir die. Super Sache. Alles in Deckung. Hier kommt Karadek. Hey, junge Seemann und bla bla bla. Ihr könnt selber lesen, wenn es euch interessiert. Hm. Nicht kapiert. Angeblich kann ich Feuerwerk machen oder so. Kokosnüsse. Soll ich haben? Ja, gibt leider immer, also für mich gibt es auf dem Festland zu wenig zu entdecken. Würde ich schon behaupten. Bin ich schon nicht so super glücklich drüber. Seht euch alles genau an, Kapitäni. Okay, die Fahrer glauben, dass alles, was auf ihrem angestammten Land begraben liegt, rechtmäßig ihnen gehört. Die Kompanie meint, unser Land gehöre nun ihnen. Ich sage, ihre Fracht gehört nun uns. Okay. Hinweis auf ein Depot. Da war wohl mein Staubsauger wieder unterwegs und hat alles umgeräumt. Was ist das? Auf das mal. Eiserne Hülle 2 habe ich wohl auch noch nicht. Basilisk 1 kaufe ich auch mal. Ja, geht so, ne? Du hast halt einfach echt ultra viel Sachen. Zu Sanahari zurück. So. Achso. Ich sehe die immer ewig, was ich da markiert habe, ne? Gut, dann wollen wir mal hier hinreisen. Mir jedes Mal im Herzen weh, dass das Geld kostet. Aber also zum Hin- und Herfahren, mir wäre es zu weit. Ich würde sagen, also das würde mich viel zu schnell nerven. Deswegen finde ich es gut, dass ich schon eine Schnellreise einbaue. Aber auch eine zwischen richtig großen Points of Interest. Ein Sohn der Freiheit schreibt mal: Captain, ich habe von euren Bemühungen gehört, unserer Gemeinschaft zu helfen und die Kunde von unseren Taten zu verbreiten. Wieder eine kleine Aufmerksamkeit von ihm. So, dann gehen wir gleich noch zu Ding, zum Skurlock.
Dachte, ihr wärt hinüber. Nein. Ihr habt nichts gefunden außer Karadex Befehlen? Er hat uns erwartet. Der Konvoi war eine Lüge. Ein süßer Honigtopf voll stinkender Pisse. Und meine Spitzel haben alles geschluckt. Das hat ihnen dieses Schoßhündchen der Kompanie eingeflößt, Karadek. Die, die er nicht kaufen konnte, sind tot. Ich habe alle Spitzel verloren. Und wir stehen mit runtergelassenen Hosen da. Jetzt wird Karadek Jagd auf uns beide machen. Ja, wir bringen den gemeinsam zur Steighalle. Ich bin jetzt nett zum Skrull. Offenbar kennt ihr diesen Mann nicht. Meine anderen Kapitäne würden sich ins Hemd machen. Sucht euch schon mal ein frisches. Er ist ein Mann der Kompanie. Ihr Bester. Und er würde sich eher die Hand abhacken, als sich bestechen zu lassen. Aber Karadek ist und bleibt ein Bluthund. Legt ihm eine Fährte und er kann nicht anders, als ihr zu folgen. Bewahrt kühlen Kopf. Okay. So, dann wollen wir einmal diese gucken, was hier noch so Leute gibt. Jetzt habe ich irgendwas gedrücktes. Achso, nochmal meine Maus wieder. Rohe Jute schmuggeln. Und auch Geld. Warum nicht? Und Eisen gibt auch Geld. Warum nicht? Wir sind sturzbetrunken losgesegelt, aber als wir aufliefen, waren wir. Will noch kurz schauen hier beim Schmied, genau. Hier wieder irgendwas für mich. Auf der Straße flüstert man bereits euren Namen. Denkt dran, bringt ja, haben mir wir schon einen gemacht. Entwurf und ich schmiede euch etwas Scharfes. Da haben wir noch keinen Bauplan, aber Basilisk hätten wir. In ihrer Nachladezeit schwere Kalvarine aus Bronze, die nach der tödlichen mythischen Schlange benannt wurde, macht Schiffe anfällig gegen Besatzungsangriffe. Brauche ich 12 Bronzebarren. Das hier bleibt unter wir schauen mal, ob wir schon welche herstellen können. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Skurlock ist ein gackerndes Huhn in der wir haben sowas noch die gar nicht Ressourcen so richtig. Verschwindet, solange ihr noch könnt. Nee. Genau. Dann die mal arbeiten. Seeleute protzen gern mit der Größe ihres Schiffes. Nun, da ihr euch einen Namen macht, werdet ihr vielleicht an ein paar Schiffsplänen interessiert, Kapteni? Bestimmt. Verkauf mir mal welche, bitte. Ne, danke für nix. Weiß ja nicht, ob ich Feuerwerk brauche. Ja, so was, wo ich mich einfach auch nicht das Gefühl habe, dass ich das bräuchte. Bis bald. Möge euer Schiff euch gute Dienste leisten. Ich meine, ich hätte schon gern bessere Kanonen, aber. Schon wieder zurück? Ihr mögt wohl meine liebreizende Gesellschaft. Bronzebarren, ja, wäre eine Idee, ne? Verkaufst du mir nochmal irgendwelche. Ne, ich glaube, von dir habe ich alles, ne? Könnte ich noch mehr erstellen, fehlt mir. Ich meine, was ich herstellen kann, sehe ich ja, ne? Torpedofall verheerende Torpedos ab, die doppelten Schaden zufügen, wenn sie repariert wurden. Kann keine Gebäude treffen. Klingt auch nett. Okay, ich stelle, glaube ich, kann ich so eine herstellen? Ne, achso, ach, das war genau das, wo wir noch so gar nichts dafür haben. Mit Grog bin ich schon lange fertig. Hatte ich nicht diese bessere Nussschale auch schon?
Ne, so richtig viel kann ich noch nicht machen. Kaverin 2 haben wir eh alle im Ding. Dann wollen wir mal... Die Bombarde will ich nicht verkaufen. Ich kann nichts aus dem Lager verkaufen. Ja, auch eine eher mäßig gute Designentscheidung, würde ich behaupten. Ich gehe irgendwo hin. Was haben wir noch so, was du mir veredelst? Oh, nee, nee, das wollte ich nicht so. So. Alle mordig. Flusspferdleder von dieser Qualität ist selten. Danke. So, dann war's auch mit dem Part. Wir sehen uns beim nächsten wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.